Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wir reden über zwei Anträge, die im Prinzip eines gemeinsam haben, die Silbe Sprach im Titel. Die Koalition möchte 2.500 Euro von jeder Familie kassieren, die aus welchem Grund auch immer ihr Kind nicht zur verpflichtenden Sprachstandsfeststellung schickt. Das ist eine ordnungspolitische Maßnahme, die nichts mit Sprachförderung zu tun hat. Ich glaube, das lohnt sich hier mal festzustellen. Die Idee ist auch nicht neu. Auch Ihr Ex-Senator Zöllner hat das 2010 bei der Einführung der Sprachstandsfeststellung schon vorgeschlagen, wollte damals 500 Euro kassieren. Daraus ist dann nichts geworden. Ich gehe mal davon aus, dass da in der damaligen Koalition Diskussionen darüber geherrscht haben. Die Logik, ein Bußgeld führe dazu, dass Kinder zur Sprachstandsfeststellung geschickt werden, erschließt sich mir darüber hinaus nicht. Das ist für mich kein logischer Schluss. Und Frau Möller hat auch schon ausgeführt, dass es andere Möglichkeiten gibt, beziehungsweise Zwang nicht funktioniert. Niemand hat bisher umfänglich untersucht, warum Kinder nicht zur Sprachstandsfeststellung geschickt werden. Warum genau, in welcher Bevölkerungsgruppe, in welchem sozialen Zusammenhang und Umfeld das Gründe sein können, warum das nicht passiert. In der Vergangenheit hat sich außerdem gerade im Bereich Schule gezeigt, mehr Zwang führt nicht zur Verbesserung der Situation. Das kann man auch so festhalten. Die Koalition glaubt offenbar, dass vorhandene Sanktionen nicht ausreichen. Das kann man verstehen, auch wenn man sieht, dass der Senat ja schon per Kleiner Anfrage bekannt gegeben hat, dass er in der Richtung etwas tun möchte. Wir wollen, dass den Eltern und Kindern mehr Anreize gesetzt werden, notwendige sinnvolle Maßnahmen zu unterstützen, von sich aus. Statt noch einmal nachzutreten, sollte der Senat stärker darauf setzen, solche Maßnahmen zu begründen und um Verständnis werben. So kann eine staatliche Sprachförderung überhaupt erst erfolgreich sein. Ein empfindliches Bußgeld, das auch den Ordnungsämtern mehr Arbeit macht, als es Erfolg einbringen kann, lehnen wir ab. Zum Sprachlerntagebuch. Der Senat fordert hier etwas vom Senat, was der längst ausdiskutiert hat, zumindest meine letzte Information. Es wird so getan, als müsse man den Senat erst auffordern, sinnvolle Regelungen bzw. Anlässe oder Regelungen zu schaffen, um den Übergang von Kita zur Schule, was den Sprachlerntagebuch angeht, zu ermöglichen. Wenn man ein, zwei Blicke ins Gesetz, also ins Berliner Datenschutzgesetz, wirft, dann ergeben sich daraus Bedingungen für die rechtssichere Weitergabe, die ich Ihnen kurz zitieren möchte. Zum einen, die Eltern sind bereits bei Eintritt des Kindes in die Kita darüber zu informieren, dass sie die Einwilligung verweigern bzw. widerrufen können. Das ist § 6 Absatz 3 Satz 3 Berliner Datenschutzgesetz. Punkt 2, die Einwilligung bedarf der Schriftform. Das ist § 6 Absatz 4 Satz 1 Berliner Datenschutzgesetz. Punkt 3, soll die schriftliche Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, muss die Gestaltung auf die Einwilligung besonders hingewiesen werden. Bei der Gestaltung, das ist § 6 Absatz 4 Satz 2 Berliner Datenschutzgesetz. Es darf nicht der Eindruck entstehen, im Falle der Verweigerung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass im Falle der Verweigerung die Androhung von Nachteilen besteht. Also wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als würde Eltern Nachteile dadurch entstehen, dass sie Sprachlerntagebücher lieber bei sich behalten und nicht der Schule weitergeben. Das steht im Berliner Datenschutzgesetz, § 6 Absatz 5 Satz 2 dieses Gesetzes. Die Maßnahmen lösen die Rechtssicherheit, wo wir ich gerade vorgeschrieben haben, aber nicht das Problem ungleicher schulischer Verhältnisse. Auch ein anderes Problem geht der Antrag der Koalition nicht an, und zwar die Frage, was genau sollen Lehrerinnen und Lehrer dann eigentlich mit dem Tagebuch machen. Wofür ist es da im Unterricht? Wie wird es genutzt? Wem wird es vorgestellt? Wird es in der Klasse diskutiert? Wird es für die individuelle Förderung in einem Zwiegespräch benutzt? Wird der Unterrichtsplan individuell angepasst? Und so weiter und so fort. Wie soll das Tagebuch in den Unterricht eingebunden werden? Welche Erhebungen sind eigentlich wirklich pädagogisch interessant für den Unterricht? Das ist auch eine Frage, die nicht gestellt wird. Allein um sicherzustellen, dass Kindern kein Nachteil in der Schule entsteht, wenn Eltern die Weitergabe verweigern, müssen diese Fragen beantwortet werden und dem Gesetz Rechnung getragen werden. Gleichzeitig ist es so, dass jedes Sprachlerntagebuch nicht nur die persönliche Entwicklung des Kindes abzeichnet und der Familie natürlich, sondern auch
auf die persönliche Einsicht und Ansichten der Erzieherinnen eingeht. Das ist eine Dialogform, die dort beschrieben wird. Damit muss umgegangen werden können. Da müssen Lehrerinnen und Lehrer überhaupt erstmal lernen, damit umzugehen, wenn man das weitergeben will. Es gibt sicherlich sinnvollere Maßnahmen, eine Sprachstandsentwicklung im Übergang von Kita zur Schule abzuzeichnen, zu dokumentieren und zu ermöglichen, als das Sprachlerntagebuch einfach so weiterzugeben. So, ja, das ist die abschließende Frage. Was brauchen die Lehrkräfte denn eigentlich wirklich an Informationen und wie muss die Sprachförderung in der Kita und in der Schule ablaufen? Dann die Fragen beantworten Sie mit Ihrem Antrag nicht. Das Interesse haben Sie auch gar nicht. Ihnen geht es darum, möglichst schnell irgendetwas zu tun, was so aussieht und wie gesagt mit der Silbe Sprach beginnt. Alles andere kann ich hier nicht sehen. Vielen Dank.